geschrieben. Kleinkariert hinter dem Wald. Das Erzgebirge. Mal wieder ein Video, das voll draufhaut auf die Klischees aus dem Erzgebirge? Mitnichten. Über 5 Minuten wird auf selbstironische Art langsam mit allen Vorurteilen der Region aufgeräumt. Und zwar so, dass es selbst den Anwohnern gefällt. Hier in der Innenstadt von Annaberg-Buchholz kennen es etwa 3 Wochen nach Veröffentlichung schon sehr viele Menschen. Also ich finde es sehr interessant, weil es uns so darstellt, wie man sei. Eigentlich, ja. Es ist nicht beschädigt und nicht geschlechtet, sondern so, wie es ist. Und wir fühlen uns ja wohl im Erzgebirge und so muss es auch wirklich sein. Also wenn man bis zum Schluss guckt, gibt es ja auch überraschende Momente. Es gefällt mir gut. Ich finde das schon, dass es neugierig macht auf die Region und ja, sehr, sehr nett rübergebracht wird. Das Erzgebirge, das ist am Arsch der Welt. Da stehst du einfach dort mitten in der Prärie wie in Kanada. Und es ist wunderschön, zum Kotzen schön. Kurz gesagt handelt die Geschichte von einem fiktiven Sensationsreporter, der ins Erzgebirge fährt, um über die von ihm hier erwarteten Hinterwäldler zu berichten. Der Frust wächst, weil sich die Vorurteile nicht bestätigen. Mit der zum Teil selbstironischen Geschichte hofft das Regionalmanagement Erzgebirge, der stetigen Abwanderung aus der Region entgegenzuwirken. Wir versuchen seit Jahren schon, Fachkräfte hier in der Region zu halten, Rückkehrer zu gewinnen, aber wir müssen definitiv hier auch Zuwanderer fürs Erzgebirge begeistern. Und diese Begeisterung wollten wir in dem ersten Schritt mal in Berlin entfachen und haben dann eine Kampagne geplant mit verschiedenen Elementen und eines dieser Elemente ist dann dieses Video. Ein Element, das anfangs noch gar nicht in die Kampagne in Berlin eingebunden war, als es auf die Internetseite gestellt wurde. Rasend schnell hatte es mehr als 150.000 Aufrufe. Dabei hatte Peggy Kreller lediglich den etwa 20 Mitwirkenden mitgeteilt, dass das Video jetzt online zu sehen ist. Damit hatten wir wirklich überhaupt nicht gerechnet. Nur diese Information hat dazu beigetragen, dass sich das so viral verbreitet hat. Und wir haben gestaunt und haben uns riesig gefreut, weil wir mit so einer Resonanz überhaupt nicht gerechnet hatten in der Region. Die Erzgebirger, das ist ein zänkisches Bergvolk. Die knackst du nicht einfach mal so. Servus. Hallo. Ja klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Zum Wohl. Willkommen im Erzgebirge. Dankeschön. Doch so sehr das Video auch zum Schmunzeln anregt und letztlich die schönen Seiten des Erzgebirges präsentiert, Peggy Kreller geht es nicht nur um die Vermarktung und das Image der Region. Die Regionalmanagerin will noch eine andere Botschaft aussenden. Ich hoffe natürlich auch, dass das Video ein Stück auch auslöst, dass man sich noch mal Gedanken macht über die Wahrnehmung zwischen ländlichem Raum und Städten. Diese Diskrepanz, die es gibt, die wir ja im Grunde genommen mit den Klischees verarbeitet haben, dass wir mal drüber lachen, aber dass auch ein ernster Hintergrund damit verbunden ist und da vielleicht noch mal eine Diskussion zustande kommt. Das Erzgebirge. Hammer. 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 Hammer! An Kennzahlen soll der Erfolg der Kampagne nicht gemessen werden. Zumindest das Video ist aber schon mal Hammer geworden.